Okay, hallo Leute, willkommen zum letzten Part von SpongeBob Schwammkopf, der Film. Ich denke mal schon, dass das hier der letzte Part wird, weil... Hallo, hier, letztes Level. Mal sehen, Krusty Krab 2. Mal schauen. Was? Oh nee, da wird jetzt... Oh nee! Ach du Scheiße. Das kann nur was werden. Gut, ich muss also da hoch. So. Hier konnte ich irgendwo hoch. Hallo? Okay, da kann ich hoch. So. Und so. Hä? Jetzt. Ich hab hier aber... What the fuck? Schön, dass ich so viel sehe. Danke. Okay. Die beiden mache ich jetzt erstmal. Das Leben ist mir jetzt scheißegal. Das war auch die Sache. Gut. Bitte nicht wieder der Scheiße. Danke. Okay. Und Männlichkeit. Und dann werden Schnurrbart zum Beispiel männlich. Warum haben wir unsere Schnurrbärte eigentlich nicht mehr? Muss mir gerade. Oh nein, nein. Achso, ich kann ihn gar nicht nehmen. Wo es mir gerade einfällt, wieso haben wir unsere Schnurrbärte nicht mehr? Alles sowas von keinen Sinn. Ich habe eine Idee. Yeah. Ja. Das war vielleicht eine scheiß Idee. Oh Gott, ich darf glaube ich nochmal neu durch, oder? Ja, diesmal bin ich vorbereitet auf dich. Gut. Grimberger. Ihr wolltet das nicht anders. Zerstöre das SpongeBob. Gut, aber oben links ist nochmal ein Grimberger. Wieso habe ich nicht volle Energie? Hä? Hä? Komisch. Okay, wir sind wieder männlich und rennen jetzt durch. Aber halt euch tödlich nur kurz, zack. Denn ich weiß da noch was. Also ist das hier und dann wieder Kramburger. Ich muss gerade ein bisschen weniger reden, weil ich mich jetzt mal kurz konzentrieren muss. Boah, war das knapp. Achso, okay. So. Komm. Keine Ahnung, aber ich sehe schon, vom Boss kann ich mir dann nochmal ein paar Leben kaufen, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Okay, und durchwaschen.
Komm schon, wir kennen keinen Morgen mehr. Oh oh. Gedacht, ey, wir sind jetzt auf einmal los, wo die nicht getroffen wird. Rambeure? Nein, du ziehst mir nichts ab. Ich will aber da hoch. Ja, bin müde. Ah, das war schon mal eine gute Entscheidung. Aber wie lang ist das Level eigentlich noch? Ich meine, okay, ist das. Letzte Level, es ist unverständlich, dass das ein bisschen länger ist, aber. Oh nee! Mann. Gut. Hier kann ich ja durchrutschen, das weiß ich. Was ist denn das? Jetzt muss man auf die schnellere Art durchrushen. Kommt, los. So. Mit dem habe ich immer Probleme. Okay. So. So. Anlauf. Halt. Die will ich da nicht haben. Die würde mich nur nerven. Los, SpongeBob. Nee! Oh nee, ich dachte, ich kriege ihn vielleicht noch. Schade. Gut. Und durch da. Ja, ich hab das Level. Okay. Gut, da ist der Boss. Allerdings kaufen wir uns vorher Leben. Einfach so, weil wir es können. Es ergibt keinen Sinn, aber. Da kann ich ja schon hoch. Aber egal. Ah, wir haben das Spiel fast durch. Sehr schön. Ja, komm. Ja, blablabla, komm. So. Gut. Ja, kommt. So. Und gestärkt mit 12 Leben geht's jetzt zum Endboss des Spiels. Hallo Leute, tut mir leid, ich musste einen kleinen Schnitt machen. Warum? Ich habe das Level hier fertig, das ist auch ganz normal gemacht, kein Problem. Bei dem Boss gab's dann ein Problem. Ihr wisst doch, was mal beim Dennis passiert ist, wo ich gegen Dennis gekämpft habe, dass. Wo die Textbox noch war, dass SpongeBob einfach mal verreckt ist. Ja, genau das war jetzt beim diesem Kampf hier, beim Kampf gegen König Neptun. Das Problem ist, das war durchgehend. Soll heißen, ich habe alle meine Leben dadurch verloren. Ich habe keine Chance mehr gehabt. Ihr habt jetzt 10, ich habe nur noch 3 Leben. Ich konnte nichts gegen König Neptun machen, weil ich die ganze Zeit verreckt bin, ohne dass ich berührt worden bin. Ich hoffe mal, dass es diesmal besser geht. So. Ich hoffe es. Stopp. Wer hat das gesagt? Wir. Hör dir nicht zu, Neptun. Vernichte sie. Vernichte sie. Ja, das sieht schon mal besser aus.
Also es war schon mal eine Seltenheit, dass ich bis hierher gekommen bin. Sagen wir mal so. Es war eine Seltenheit, dass ich beim Boss bis hierher gekommen bin. So, jetzt kommt er. Und? Jawohl. Sieht gerade ganz gut aus. Vernichte sie. Ja. König Neptun. Plankton kontrolliert sie. Hör diesen Babys nicht zu. Tu es, Neptun. Zerstöre sie. Okay, diesmal funktioniert die ROM ganz normal. Denn ich hatte bei meinem vorigen Lauf auch von diesen Strahlen, die er schießt, keinen Schaden genommen. Klingt schön. Ist es aber nicht, weil ich einfach dann willkürlich mal im Level verreckt bin. Da, schon wieder. Was zum Teufel ist jetzt kaputt? Okay, sowas ähnliches ist vorher halt die ganze Zeit passiert. Gut. Schön. Versuchen wir es nochmal. Ich mache es jetzt anders. Ich lasse mir jetzt alle Leben nehmen. Ich gehe jetzt mit Absicht Game Over. Genau. So. Continue. Schön. Das sieht doch jetzt schon mal ordentlich aus. Ja, das sieht wieder gut aus. Jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wie das geht. So, Save State F5. Ich mache den Selbstdate jetzt ganz einfach aus dem Grund, weil ich nicht will, dass sich das die ganze Zeit wieder aufhängt. Manchmal kann ich es umgehen mit dem Selbstdate. F5. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Ansonsten habe ich nämlich keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Wenn sich die ganze Zeit da mal rumspinnt. Ansonsten mache ich es halt, dass ich meinen Raum schließe und alles komplett nochmal neu mache. Also Emulator, Raum etc. Nein, hör nicht auf, Neptun. Nicht, dass sie zerstören. Controlling, wow. Ja, Patrick findet das toll. Gut. Es sieht gut aus, also ich muss ihn noch einmal treffen. Neptun. Okay, ich habe ihn besiegt. Oder? Oh, nee, ich bin tot. Da habe ich was verwechselt anscheinend. Ja, das ist ein spannender Bossfight, gell? Wenn ich so mit Save-State arbeiten muss. Aber das Spiel lässt mir ja keine andere Wahl. Das Spiel lässt mir keine andere Wahl. Ich muss mit Save-State arbeiten. Ihr habt ja gesehen, wie das Spiel immer wieder rumspinnt. F8, okay. Ich muss übrigens immer wieder rumspringen, habe ich schon gemerkt. In diesem... Vielleicht geht's ja diesmal.
ihr denkt, ihr könnt mich besiegen. Ihr seid nur Kinder, was können Kinder schon tun? Ja, ich Was stand da jetzt gerade? Was zum? Hä? Was war das jetzt? Was zum Teufel war das jetzt? Ach, das ist mir jetzt gerade so scheißegal. Ich hab keinen Bock mehr auf den Boss. Take him away, Boys. Also nehmt sie mit, Jungs. Und danke, SpongeBob und Patrick, für dass ihr hier. Bist jetzt frei, Mr. Krabs. Ja, du hast es geschafft. Danke, dass du mich gerettet hast, Junge. Oder soll ich Mann sagen? Wir sind immer noch Kids, Kinder. Goofy, Goofy, Gooba, Gooba, yeah. Alles klar. Ich hab zwar jetzt keine Ahnung, wie der jetzt besiegt worden ist, der Boss, aber um ehrlich zu sein, es ist mir jetzt gerade sowas von egal. Ich weiß nur, dass ich auf einmal ein Kleid an hatte. Und ja. Ich stand nur kurz, habe ich irgendwas gelesen, ich soll schnell A drucken. Und auf einmal hatte ich ein Kleid an. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber es geht ja leider nicht anders. Es ging ja leider nicht anders, weil das Spiel, ihr habt gesehen, wie verbuggt das auf einmal war. Naja, das war SpongeBob Schwammkopf der Film. Mein Resümee zu dem Spiel, meine Meinung, meine Bewertung. Ich kann es nicht sagen, wie sehr es sich an den Film hält. Das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe. Das Spiel war sehr, sehr komisch. Es hat an manchen Stellen hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Es hat an manchen... Wieso kriege ich jetzt ein Passwort? Das ergibt keinen Sinn. Es hat an manchen Stellen... Geht es jetzt noch weiter? Nee, ich hab schon durch. Egal. An manchen Stellen hat mir das Spiel schon viel Spaß gemacht. Das da oben mache ich übrigens nicht. Keine Ahnung, was das ist. Und an manchen Stellen hat es mir halt wiederum keinen Spaß gemacht. Aber im Großen und Ganzen war es ein schönes Spiel. Ich finde es jetzt halt schade, dass ich finde es jetzt halt leider schade, da mit dem Neptun-Boss. Der war nämlich sehr, sehr einfach. Ja, ich finde es halt schade, dass da jetzt halt dieses Problem mit dem dauernden Verrecken dazwischen kommt. Sie versuchen jetzt halt nochmal. Mal sehen. Weil ich will euch das eigentlich schon zeigen, wie es jetzt wirklich ist. Und ab dem dritten konnte ich ja nichts mehr lesen. Also ab dem zweiten Mal verletzt man mich. Okay. So, ich hoffe jetzt mal, dass es schön durchhält. So, da kommt er und auf ihn. Zack. Okay. Schön. Gut, so kann ich übrigens die Tode umgehen, habe ich jetzt gerade rausgefunden. Gut, dann lassen wir es so gut sein. Leute, es tut mir leid, dass ich es euch nicht anders präsentieren kann, den Endboss, aber es geht ja leider nicht anders. Gut, das war's. SpongeBob Schwammkopf, der Film. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute, und bis zum nächsten Part, bis zu meinem nächsten Display. Wir sehen uns hier, danke, ciao.